Okay, jetzt ist das noch ein bisschen was mit der. Oh Mann, Leute! Na, wenn der sich so dupliziert, das ist voll fies. Oh! Wow, 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 das war knapp, Leute. Aber wir kriegen ihn gut down, denke ich. Ja, das sieht eigentlich ganz passabel aus gerade. Oh Gott, der steht direkt neben mir. Ah, mein Gott. Hallo, Bucky Army. Ich bin Bucky, der beste Hund in Minecraft Dungeons. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer. Doch bevor es losgeht, gebt dem Video ein Like. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ja, meine Freunde, da wir in der letzten Runde leider nicht so sehr erfolgreich waren, haben wir hier nochmal bis zum Namenlosen gespielt und sind diesmal guter Dinge, dass wir ihn richtig heftig besiegen werden. Stimmt's, Herr Polizeimann? Sind Sie auch guter Dinge? Ja, ich habe sehr viel Hoffnung in uns. Yeah. Und Selbstvertrauen. Ich auch, denn wir sind ein gutes Team, deswegen würde ich sagen, Augen zu und durch. Ich würde direkt drücken. Drück, Bucky. Yeah. Beste Hund in Minecraft Dungeons. Auf die Plätzchen, fertig und drück. Oh je, Mini. Ich gehe direkt schon mal erstmal ein bisschen auf Distanz. Irgendwo verstecken, oh mein Gott, Leute. Oh, au, 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 au. Ja, 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 und schon direkt das mit dem Zepter bekommen. Richtig, richtig uncool. Okay, wir müssen richtig doll aufpassen hier. Wow, 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 wow. Viel zu viel. Okay, jetzt ist das noch ein bisschen was mit der. Oh Mann, Leute. Immer wenn der sich so dupliziert, das ist voll fies. Wow, 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 das war knapp, Leute. Aber wir kriegen ihn gut down, denke ich. Ja, das sieht eigentlich ganz passabel aus gerade. Oh Gott, er steht direkt neben mir. Ah, mein Gott. Okay, direkt wieder hinter der Säule verstecken. Wow. Knapp, 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 knapp. Oh nein, oh nein, oh nein. Irgendwie hat er das auf mich abgesehen. Okay, so. Und jetzt haben wir schon ein Drittel geschafft. Sehr, sehr cool. Ja, nehmen wir erstmal wieder ein Lama hervor. Denn alles ist besser mit Lama. Oh, 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 oh. Und der schießt wieder auf uns, Leute. Ah, da ist der. Weg mit dir. Sehr gut, Herr Polizeimann. Aber passen Sie auf sich auf, gehen Sie nicht zu nah ran. Oh! Aha. Das war fast zu nah dran. Oh, oh, oh! Moment, was hier passiert? Nein, alles gut. Oh, 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 was macht er, was macht er, was macht er? Wow, wie viele Kämpfer er gerade gespawnt hat. Oh, 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 oh nein, oh nein, oh nein, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Wow, 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 wie knapp, knapp. Puh. Okay, besiegen erstmal seine Kämpfer. Okay, es fehlt auch nur noch zwei Drittel, haben wir schon geschafft. Fehlt nur noch ein Drittel. Sehr, sehr cool. Ich bin ein bisschen nervös und aufgeregt. Wow, 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 wow. Aber das ist sehr viel besser als beim letzten Mal, oder? Ja, oh, oh. Jetzt mal vorsichtig sein, nicht zu überstürzen. Mal ein bisschen heilen. Level aufstieg. Yeah, cool. Und, kriegen wir ihn, ja, wir haben ihn gekriegt, sehr cool, und das gab es denn hier Cooles? Das war richtig gut, Bucky, Wahrheitssuche habe ich jetzt bekommen. Ich habe bekommen Spinnenrüstung, 3% Lebensraubaura, plus 111 Gesundheit, ja, das ist leider ein bisschen schlechter, als die ich jetzt schon habe. Schade, alles ein bisschen schlechter. Ich habe einen Level 23er Wahrheitssucher. Ist das gut? Einzigartig. Es wirkt sehr gut, ja. Yeah, richtig cool. Oh nein, was sind das für welche? Was? Verzauberte Wüstenzombie? Oh nein. Ah, oh, der macht ja auch gut Damage. Wo ist denn mein Lama? Los, Lama, nimm ihn dir. Okay, das nicht so gut funktioniert. Oh nein. Was sind denn das für diese Dinger? Nein, ich oh, sehe das noch. Werf es auf diesen verwüsteten Zombie. Ich werf es, oh nein, oh nein. Alles gut, alles gut. Ah, ist leider ein bisschen zu weit. Oh, der war gerade getroffen. Wow, was der hier für ein Feuer hinter sich herzieht. Wirkt der richtig, richtig gefährlich. Okay, da ist eine kleine Kiste. Oh, oh, oh nein, Enderman. Enderman, nein. Au, 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 au. Wow, der haut ja ordentlich rein. Dann gibt's erstmal was mit Pfeil und Bogen. Wäre doch gelacht, wenn der uns jetzt hier tötet, nachdem wir den Nekromanten besiegt haben.
Oh, der ist noch nicht down, der ist noch nicht down. Ist noch hinter uns. Oh, ich dachte, ich bin schon vorweggegangen. Jetzt haben wir ihn. Ja, leichtes Spiel, Herr Polizeimann. Sehr gut. Yeah. Moment, ich werfe mal das TNT hier dann gleich rein und zurückbleiben. Was? Bams, wunderschön, wunderschön. Wow, wie viele Gegner hier da waren. Doch komm, oh Mann. Ich dachte, wir wären schon durch. Dachte ich auch, aber anscheinend ja nicht. Vielleicht finden wir ja noch ein Geheimnis. Wir sind richtige Geheimnisfinder. Ja, zumindest Sucher. So kann man uns nennen. Geheimnissucher, aber Finder? Ja, ist noch ein bisschen schwierig. Ha. Okay, und das dürfte es dann wahrscheinlich gewesen sein. Okay. Schauen wir mal, was es Cooles an Loot gibt. Oh ja. Der Kommanden ist zerstört. Wieder konnten wir die Pläne des Erzillagers vereiteln. Yeah, nimm das, Erzillager. Okay, Leute, dann reisen wir zurück zum Lager. Und schauen dann gleich mal, was wir Cooles an Loot bekommen. Okay. Der Polizeimann hat einen Zombie besiegt. Yeah! Richtig cool. Ich bin richtig stolz auf mich. Wir haben 100% aller Kisten geöffnet. Und 5.326 Schaden erlitten. Ich glaube, das ist viel. Naja. Schauen wir mal rein, was so die Kiste so hinter sich verbirgt. Für gutes Loot. Dann öffne dich. Köcher der Pein, Stufe 24. Mal schauen, ob das cool ist. Ha. Ja, guck ich mal. Ich glaube, das ist relativ cool, aber das ist eigentlich nichts, was ich gerne eintauschen möchte. Hm. Da haben Sie noch was Cooles bekommen? Schockpulver. Schockpulver? Ein zuverlässiges Mittel, um schnell aus brenzligen Situationen zu kommen. Okay, ja. Müsste man mal ausprobieren. Interessant. Wie bitte, Herr Polizeimann? Das ist aber interessant. Betäubt Gegner in der Nähe. Hm. Ja. Klingt eigentlich ganz interessant, ja. Na gut. Alles klar, Freunde. Wenn ihr diese Folge auch so cool und spannend fandet wie ich, dann gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.